Es ist sehr wichtig, dass man sich immer wieder seiner Position versichert, vergewissert, den Standort festlegt. Und ich glaube, das ist heute ganz gut gelungen oder wird mit der Ausstellung gut gelingen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir dem Ganzen auch ein sehr internationales Flair geben. Aber nachdem die türkische Kammer schon diese Internationalität erreicht hatte, war es, glaube ich, sehr sinnvoll, heute sich vor allen Dingen auf Deutschland, auf Sachsen zu konzentrieren, die ehemaligen Mitarbeiter einzuladen. Also sozusagen wirklich eher einen Familiengeburtstag in großem Stil zu machen, auch in der Semperoper. Eine so lange Geschichte der Kunstsammlungen, wie Dresden sie hat, ist selten. Selten in den deutschen Museen. Es ist die Zeit der Renaissance, wo die wichtigsten großen Sammlungen gegründet wurden. Und deswegen ist es für Dresden, wo die Tradition besonders ungebrochen ist, ein unglaublich wichtiger Geburtstag. Das ist ja etwas Wertvolles, worum uns andere Nationen, andere Städte und Länder beneiden. Und ich freue mich, dass wir das besitzen dürfen, wir Sachsen das besitzen dürfen und es den anderen Menschen auch zeigen können. Und deswegen zeigt sich auch Dresden weltoffen. Wir sind froh, wenn viele Menschen nach Dresden kommen, um genau sich diese Kunstschätze hier anzuschauen. Es ist viel verloren gegangen, es ist zusammengesammelt worden. Es ist auch ein intellektueller Anspruch der Sammlung damit verbunden, der auch immer Anspruch der Sammlung war, der Öffentlichkeit zu zeigen, was man weiß, was man wissen könnte. Und deswegen gefällt mir das sehr gut. Ich habe dirigiert, ich habe Konzerte probedirigiert, aber Highlight war, durch die wirklich Ausstellung zu gehen. Weil ich fand es so wunderbar und vor allem, dass es nicht nur Kunst war, also nicht nur Gemälde und so, aber auch die Science Artifacts und Musik von der Zeit. Ich war extrem beeindruckt erstmal, wie die einzelnen Beiträge, also auch das Kunsthandwerkliche, die Gemälde, wie sie einerseits in einer Beziehung zueinander stehen, man also anfängt sozusagen Querbezüge zu erkennen oder auch zu imaginieren und gleichzeitig aber auch jedes einzelne Objekt seinen Platz hat. Das ist ein großer Rang, diese Dresdner Sammlungen. Und man kann sagen, wir in Berlin, wir versuchen das ja wieder mit unserem Humboldt-Forum zusammenzubekommen, die Sammlung der Humboldt-Universität und der Museen. Und hier ist es alles zusammen und es ist großartig gelungen. Die Kuratorin hat großartige Dinge zusammengebracht. Ich hätte mir eigentlich in dieser sehr mutigen Ausstellung hier, die man vorgenommen hat, ein bisschen mehr von dieser Ausstrahlung, wie das letzte Kapitel heißt, also mehr Zukunft, mehr Gegenwart, erwartet, weil das müssen wir uns klar sein. Die Vergangenheit ist immer nur über die Gegenwart erschließbar. Und eigentlich müsste der größte Teil in so einer Ausstellung die Gegenwart beinhalten. Und ich glaube, da ist in Dresden noch sehr, sehr viel zu tun und deswegen ist das auch so spannend hier.